Sehr schön. So, und hier ist ja der Preis, hier ist ja derselbe, oder? Genau. Oh, Motorradfahrer. Krass, der muss auch Maut zahlen. Alle, was? Der ist durchgefahren einfach. Der hat nicht angehalten. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur City Skylines mit DLCs. Meine lieben Freunde, wir haben nicht nur den Tornado am Ende der letzten Folge gut überstanden. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist immer die Playlist verlinkt am Anfang und am Ende des Videos. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Projekt haltet, beziehungsweise gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das Projekt feiert. Wir haben nicht nur den Tornado überlebt, sondern wir haben auch das Verkehrschaos. Ja, so ein bisschen mehr in den Griff bekommen auf jeden Fall. Wenn wir uns hier mal das Overlay anschauen und da mal reingucken. Wir haben zumindest hier diesen Bereich ein bisschen mehr entlastet. Und wir haben, ja gut, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr einen Stau. Ich habe jetzt aber auch hier ein paar mehr Gebäude noch hinzugefügt. Da fehlt noch Wasser, wie es aussieht. Da muss ich noch Wasserleitung legen. Ich habe noch ein paar Viertel aufgemacht, ein paar neue. Deswegen kann es sein, dass da jetzt wieder ein bisschen mehr Verkehr auch von da kommt. Und was ich auch noch jetzt machen wollte, ist, ich wollte hier noch die Straßenbahn noch mal verbessern. Das kommt alles jetzt gleich noch. Das machen wir gleich alles noch. War das hier eigentlich dünn besiedelt? Ja, das war dünn besiedelt. Warte mal, dann machen wir das mal gleich auch wieder dünn besiedelt hier. Das muss ich wieder auffüllen. Da hatte mich der Tornado beim letzten Mal rausgebracht aus dem Konzept. Da darf ich nicht verbinden. Okay, na ja, gut, das lassen wir den Streifen. Genau, so. Hier ist ja noch gar nichts. Sehe ich gerade. Ah, ja, lass mal das mal. Genau. Hier wollte ich nämlich noch die Straßenbahn durchziehen. Und genau, hier das Ding wollte ich noch verbinden. Das mache ich jetzt aber nicht. Warte, das mache ich jetzt. Ich will jetzt was anderes machen. Und zwar will ich jetzt Folgendes machen. Wir brauchen Geld. Oh, da wird ein Friedhof entleert. Warte mal. Den können wir wieder füllen lassen jetzt. Wir brauchen Geld. Und zwar brauchen wir Geld. Ihr seht es, unten, wir haben nur noch 25.000 Cashflow, nur noch. Ich meine, gut, wir haben 5 Millionen, ja, so ist es nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und sowas gemacht, ja, das zieht ja alles Geld raus. Wir müssen das wieder refinanzieren. Und wie refinanziert man das Ganze? Na? Wir machen ein Mautprojekt. Das hat in Deutschland ja schon so gut funktioniert. Und weil das so gut da funktioniert hat, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt auch. Und da macht man jetzt Mautstationen. Und das, seht ihr schon, ist schon mal wieder gar nicht so einfach. Genau, wir machen Mautstationen am Eingang der Stadt, sodass die Leute, wenn die Auto fahren, dass die da rein müssen. Da zum Beispiel so. Ich hoffe, das ist auch eine Autobahn-Mautstation. Gibt es da noch eine andere? Mautstelle 2 Richtungen? Mautstelle 1 Richtung? Ich glaube, das ist okay so, oder? Dann haben sie viele Spuren zur Verfügung. Ist das überhaupt richtig gedreht? Woran erkenne ich denn die Richtung? Ah, die Pfeile zeigen mir. Okay, dann habe ich es falsch rum gemacht. Ah, gleich wieder falsch gemacht. Hä, aber der Pfeil zeigt doch eigentlich. Moment mal, ich bin gerade verwirrt. Der Pfeil zeigt doch nach da. Warum sind denn die Zahlen falsch rum da? Ach so, da steht Slow. Ich dachte, da stehen Zahlen. Okay, nee, dann passt das. Das sah erst aus, als wenn das irgendwie in die Richtung. Aber nee, das ist schon okay so. Ach, der braucht Strom. Okay, warte, das ist gut, dass ich das jetzt sehe. Ah, ist ja gleich eine Leitung daneben, siehst du? Toll. Klappt das so? Ja, klappt so. So, genau, warte, dann macht das so und so. So, jetzt müssen wir die Straße umverlegen. Also, die muss ja jetzt da dann da durchgehen. Ist da überhaupt Wasser? Ja, Wasser ist am Start. Wie machen wir das jetzt? Ich mache mal erstmal Pause. Erstmal pausieren. So, dann müssen wir das hier natürlich mal aufmachen. Es tut jetzt ein bisschen weh. Ich darf das aber jetzt nicht so weit löschen, dass ich hier den Punkt verliere, weil dann komme ich nämlich nicht außerhalb des Geländes, dann kann ich das, glaube ich, nicht mehr reparieren. Dann müssen wir das jetzt so machen, genau. So, jetzt gib mir die Autobahn. So, und dann gib mir die Kurvenautobahn, genau, so, und dann zieh das da rein. Bäm, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, meine lieben Freunde, ob das funktioniert. Ich kann sie ja dann nachträglich noch rüberschieben, ein bisschen. Das machen wir jetzt hier mal noch weg, genau, so. Und dann gib mir das hier, genau, so. Hey, warte. So. So und dann so. Genau. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich bin mal gespannt. So, jetzt schieben wir das, genau, jetzt schieben wir das einfach dahin. Und das schieben wir auch wieder ein bisschen hin. Da können sie auch ein bisschen schneller in die Mautstation reinfahren.
Ist bestimmt keine schlechte Idee, wenn sie noch schneller in die Mautstation reinfahren können. So. Ja, nein, nicht die Stromleitung. Das ist übrigens das Move-It-Tool, Move-It-Mod, den ich hier gerade benutze zum Bewegen von diesen Segmenten. Das kann man, glaube ich, Vanilla-mäßig gar nicht. Und das ist ziemlich geil, dass man das kann. Also, mich macht das ziemlich geil, immer wenn ich da die Schniebel anfasse. So, jetzt haben wir die Mautstation gebaut. Die erste. So, und die muss ich jetzt konfigurieren. Meine Güte, meine lieben Freunde, guckt euch das an. Für Großfahrzeuge und für Kleinstfahrzeuge haben wir einen Extrapreis. Aber wir machen das Ganze gleich mal ein bisschen teurer, würde ich sagen. So. Wunderschön. Na, guck mal, sieht er, da verlangsamt sich der Verkehr. Das kann jetzt natürlich auch zu Staus führen, ne? Das ist klar. Da verteilt es sich aber auch. Weil wir bremsen damit den Verkehr ja an der Stelle jetzt aus. Das ist immer ein Nadelöhr. Es ist immer ein Abwägen. Will man den Verkehr verlangsamen, dafür aber Geld vom Verkehr abzweigen? Oder will man den Durchfluss bewahren, dafür aber kein Geld für den Verkehr bekommen? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber die Autobahn ist jetzt ja hier an der Stelle noch lange nicht verstopft, ja. Da geht das noch. Da gibt es ab und zu mal ein bisschen einen Push. Aber da schreiben einige, ich soll auf Max gehen. Okay. 2 Dollar, 2 City Molions und 4 für LK. Ja, aber gucken wir mal. Sicher, dass das keine negativen Nachteile fürs Wachstum hat? Ich meine, gut, sie müssen ja da lang. Sie müssen ja die Autobahn nutzen. Also warum nicht, ne? Dann macht man hier auf der Seite für die Zufahrt jetzt auch noch eine Mautstation. Oh ja, da lohnt sich das auch. Guckt euch das mal an. Nicht schlecht. Also Mautstationen, hupsala, das ist die falsche. Mautstationen sind schon empfehlenswert, glaube ich, für einen schnellen Dollar. Oder ja, was auch immer das hier für eine City Molions oder so, keine Ahnung. City Lons. So, genau, warte, jetzt müssen wir mal kurz wieder pausieren. Denn jetzt müssen wir das hier wieder wegmachen. Ich mache erstmal hier auf der Seite, wir fangen erstmal hinten an. Erstmal von hinten immer. Ich nehme das erstmal von hinten und dann geht das schon. Eigentlich kann ich es ja auch so verbinden, das schieben wir ja dann eh wieder dahin. Das muss ich da nicht ewig rumfrickeln eigentlich. Machen wir es hier auch so, komm. Jetzt schieben wir das einfach rüber und dann passt das wieder, richtig? Jawohl. Das ist so toll. Und dann das wieder gerade machen. Hier wieder das so ein bisschen einrenken. So, guck mal, das geht alles. Da müssen wir gar nicht viel rumdoktern jetzt. Nicht schlecht. Hier, das können wir ein Stückchen dahin schieben. Dann das so. Ja, nice. Sehr schön. So, und hier ist ja, der Preis hier ist ja derselbe, oder? Nee. Da muss ich es auch hochstellen. Okay, dann machen wir das. Saubia. Genau. Oh, Motorradfahrer. Krass, der muss auch Maut zahlen. Alle, was? Der ist durchgefahren einfach. Der hat mich angehalten. Oh, Moment. Ich brauche ja noch Strom. Strom und Wasser. Moment. Gut, dass mir das jetzt noch aufgefallen ist. Zum zweiten Mal. Hier, dann mach das mal. Da wird ja immer noch nicht der Müll abgeholt im Flughafen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das, obwohl ich da Müllabholfahrzeuge. Wahrscheinlich wegen der Einbahnstraße da, die da hinfährt. Wahrscheinlich muss ich das so machen, dass die dann von da auch wieder zurückfahren können. Warte. Sonst klappt das, glaube ich, nicht, wie ich mir das denke. Sind das hier eigentlich Abfahrten? Ich glaube, ja, wa? Das müssen wir, glaube ich, so machen. So. Damit die Müllfahrzeuge dann eine Schleife fahren können. Sonst klappt das nicht. Weil sonst kommen die hier nämlich nicht wieder zurück. Ja, guck mal, da hat sich schon, hat schon einer abgeholt direkt. Das ist der Wahnsinn. Kaum haben wir es gedacht, schon wird's gemacht. So, damit kriegen wir... Warum bin ich jetzt im Minus eigentlich? Wie kann das jetzt sein? Ich habe gerade 2 Mautstationen an den neuralgischsten Punkten in der Stadt aufgebaut. Und auf einmal bin ich im Minus. Wir müssten doch jetzt eigentlich die voll abziehen. Kann man eigentlich sehen, wie viel Geld das bringt? Kostenpflichtige Fahrzeuge in den letzten Wochen. 10. Die Zahl müsste aber jetzt eigentlich gleich sprunghaft steigen. Guck mal, da sind ja viel mehr Fahrzeuge jetzt. Verteilt euch da mal ein bisschen da. Da ist viel Platz in der Mautstelle. Wo sehe ich denn Unterhalt 200? Wo sehe ich denn die Einnahmen?
Es kommt ja auch keiner mehr. Doch, da guck mal, da kommt ein Landwirt sogar. Was will der denn hier in der Stadt? Krass. 10. Warte mal, ich guck mal in mein Budget. Vielleicht ist das ja ausgewiesen. Ausgaben, warte mal, Einnahmen hier. Wöchentliche Einnahmen aus Straßenzöllen. Was, nur 90 Simoleons? Das ist ja lächerlich. Da haben wir ja sogar, da haben wir ja sogar einen positiven Cashflow von unseren... Hä, aber wie kann das eigentlich sein? Ah, ja, doch, stimmt. Ah, da. Wir haben zwar das kostenlos gemacht, dass unser, also in der letzten Folge haben wir das gemacht, dass unser öffentlicher Nahverkehr kostenlos ist. Wir kriegen aber trotzdem noch Einnahmen. Und zwar vom Flughafen. Da haben wir ja eine eigene Fluglinie. Das ist ja kein Nahverkehr, das ist ja Fernverkehr quasi. Das ist ja nicht kostenlos. Und dann haben wir noch Einnahmen von den Fernzügen, die kommen. Das sind zwar nicht viele Einnahmen, aber immerhin. Nicht schlecht. Und dann unsere Parks generieren natürlich auch Einnahmen. Industriegebiete haben wir keine. Deswegen generieren die nichts. Wir haben ja keine Eisen, Öl oder sonst irgendwas gebaut. Ja. Jetzt sind wir Cashflow positiv wieder. Ist auf jeden Fall spannend. Man kann ja hier sogar noch mal Kleinfahrzeuge und Großfahrzeuge. Wir haben eindeutig mehr Kleinfahrzeuge als Großfahrzeuge. Das liegt natürlich auch daran, dass wir sehr viel Traffic über die Schienen abwickeln. Ja, das war ja das, was ich beim letzten Mal schon erklärt habe. Wenn man viel mit Frachtverkehr über Schiene und Flugzeug und so löst, dann werden die Straßen ja entlastet, weil da muss das alles nicht über die Autobahn kommen. Und damit hat man ja schon einen deutlichen Verkehrsanteil reduziert. Das führt natürlich dazu, dass man weniger Mauteinnahmen generiert, nicht wahr? Und so ist das. 92 Einnahmen bei 400 Ausgaben. Rechnet sich. Ja, definitiv. Er muss einfach warten. Ja, ich glaube, ich muss auch ein bisschen Geduld da haben noch. Wie wäre es denn mit einer Mautstation bei meinem Flughafen? An der Landebahn. Eine Mautstation. War das nicht sogar bei Die unglaubliche Reise in einem Verrückten? Nee, das war, glaube ich, mit dem Parkschein war das, glaube ich. Der Parkschein einlösen und dann parken irgendwie. Aber das wäre doch geil. Guck mal, da ist wesentlich mehr Verkehr an meinem Flughafen. Oh, unser Tourismusgebiet ist irgendwie gerade am stagnieren. Das ist natürlich nicht schön. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Tourismusnachfrage generieren. Was ist denn da das Problem? Warte mal. Nicht genügend Kunden. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wir müssen attraktiver werden für den Tourismus. Hier stimmt aber auch irgendwas nicht gerade. Was ist denn das hier? Die Postsortieranlage brennt. Da kommen aber schon auch Löschschuhe. Was ist denn jetzt hier los? Warte mal. Seit ich die Mautstation gebaut habe, geht es irgendwie bergab. Kann das sein? Mit dem Tourismus auch. Ich glaube, ich baue mal hier meinen Vergnügungspark jetzt mal noch ein bisschen aus. Lasst uns das mal machen hier. Warte, wo war das? Hier. Wir haben doch jetzt hier ganz viele tolle Sachen bekommen. Gerade. Hatten wir die Tassen schon? Ja, die Tassen hatten wir schon. Hier, das Schiffsschaukel haben wir noch nicht gehabt. Da können wir mal hier hinten noch eine Attraktion machen, damit mal hier, damit der Park upgradet. So, und was ist das hier? Autoscooter. Ja, unbedingt. Autoscooter, sowas von. Damit wir auch dann mal das Riesenrad und sowas kriegen. Dann machen wir hier noch einen Platz. Dann machen wir da nochmal Souvenirläden. Nochmal Toiletten. Dahin. Und dann nochmal hier diese Shops. Dann machen wir nochmal Steve's Jobs. Genau, und dann dahin. Genau, sauber. Was ist das hier eigentlich? Ach ja, der Schweinchenzug. Ja, warte, noch einen, komm. Dahin. Sehr schön. So, wenn das jetzt nichts bringt hier, dann weiß ich es aber auch nicht. Wie ist denn eigentlich der Park bewertet? Immerhin, er ist, Unterhaltungswert ist auf jeden Fall hoch genug. Fehlen noch ein paar Besucher auf jeden Fall. Da müssen noch mehr Besucher hinfahren. Ja, müssen wir mal schauen. Kommen die eigentlich? Die kommen da aber schon mit dem Zug auch an. Bediente Passagiere 52. Bediente Passagiere 268. Okay, yo, so wollen wir das haben. 112. Das sieht auch schon mal gut aus alles. Das gefällt mir. Hatten wir da eigentlich schon Straßenbahnen? Ja. Ja, hatten wir. Und die kommen ja da auch hin, die Leute, oder? Ich hoffe's.
Müssen wir ein bisschen im Auge behalten, was da beim Vergnügungsviertel abgeht. Ach ja, apropos Vergnügung. Warte mal, wir haben doch auch diese Spezialgebäude hier. Diese einzigartigen. Da müssen wir mal gucken hier. Haben wir da jetzt mal was freigeschaltet? Hier. Ein Zoo? Ein moderner Zoo mit geschulten Tierpflegern. Hä? Hatten wir? Wir haben doch schon einen Zoo. Ach so, das ist quasi... Ah, das ist das alte Belohnungsgebäude noch. Das gab es, glaube ich, noch vor dem Park... Park-DLC, wo der Zoo zum Ausbauen drin war. Also hätten wir quasi dann nochmal einen zweiten Zoo. Ja, warum nicht? Komm, können wir doch hier mit da dazu machen einfach. Machen wir jetzt einfach hier mit hin. Würde ich sagen. Weil ich sehe eine Bahnstation, da können sie ja direkt dann aussteigen auch. Oder warte, ich überlege gerade, ist das eine schlaue Stelle? Wenn wir das Tourismusviertel noch ein bisschen pushen wollen, vielleicht. Ist ja hier. Wenn wir das hier irgendwie so, oder warte, vielleicht. Vielleicht hier gegenüber von diesem Park. Mal schauen. Ist da Wasser am Start? Ja. Strom sowieso. Einfach mal da einen Zoo hinbauen. Leute, da ist ein Burgerladen direkt in der Mitte. Sieht man die Tiere hier denn überhaupt? Hier sieht man die Tiere ja gar nicht. Ah doch, da, Pinguine. Eisbär! Ja! Ja, ja, ja! Juhu! Der bewegt sich sogar, krass. Der läuft da sogar rum. Ich werde ja ein bisschen wahnsinnig. Nice. Ja, besser als der andere Zoo. Da konnte man keine Bären haben. In dem Zoo, den man selber zusammenbauen kann. Hier. Oh, er steht sogar. Er hat sich sogar hingestellt. Wahnsinn. Voll gut. Ja, das müsste doch hier die Attraktivität nochmal deutlich erhöhen. Ist ja immerhin auch ein Tourismus-Spezialgebäude. Was ist denn eigentlich mit den anderen Tourismusgebäuden? Bauen sie einen internationalen Flughafen? Internationaler Flughafen? Haben wir den nicht schon? 500 Fahrgäste mit Taxis transportieren. Bombastischer Springbrunnen. 5000 Quadrate mit Tourismus-Spezialisierung. Da müssen wir noch mehr machen. Aber ich check hier das mit dem internationalen Flughafen nicht so richtig. Wie, was ist denn unser Flughafen? Ist es kein internationaler Flughafen? Muss der noch irgendwie aufgewertet werden? Warte mal. Flughafen Level 3 von 3. Alter, der hat 215.000 Passagiere. Ab hier fertig. Was muss ich denn da machen, um einen internationalen Flughafen zu kriegen? Der internationale Flughafen war ein altes Belohnungsgebäude. Ach so, und wo war der? Was ist das hier? Verkehrspark? Bootsmuseum? Lokomotivhallen? Sag jetzt aber nicht, die haben den rausgenommen. Statue der Industrie, Krankenhausplatz, Platz der Toten. Vogel- und Bienenpark. Was ist das? Freundlicher Stadtpark. Dieser Park ist äußerst normal. Alle Besucher sind freundlich. Eben ein gewöhnlicher Stadtpark. Was ist das? Transportturm. Anforderungen für den Bau. Ach, das sind die Grundvoraussetzungen für die, für diese Sachen wie Weltraumlift und so. Wie groß ist denn dieser Park? Hier, warte mal, den können wir doch eigentlich hier auch nochmal mit ein bisschen dazwischen hauen noch. Ja, warum hat der eigentlich so eine hohe Lautstärke? Warte mal. Nee, warte, wir machen den hier hin. Ist doch eigentlich ein stinknormaler Park, ja. Kann man den mehrfach bauen? Nee, das ist ein einmaliges Gebäude, aber es ist ein normaler Park. Komisch. Manchmal ist das echt komisch. Die Enterprise müssen wir eigentlich mal bauen. Den Enterprise Park. Hier ins Vergnügungsviertel kommt die Enterprise jetzt. Neben das Stadion. Das ist genial. Haha! Genial, meine lieben Freunde. Das ist übrigens ein Mod. Das ist kein offizielles Gebäude für alle, die sich da jetzt wundern, ja. Das ist eine Mod. Verkehrsproblem gelöst, Kappa. Naja, so teilweise. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht ein bisschen bergab jetzt so.
mit einigen Sachen. Wir haben irgendwie so ein bisschen einen Arbeitskräftemangel hier gerade. Oder nee, einen Kundenmangel haben wir. Das verstehe ich aber gerade ehrlich gesagt nicht, wie das zustande kommt. Ich glaube, wir haben jetzt echt durch die Mautzenstation, da haben wir jetzt, glaube ich, echt ein bisschen was verändert tatsächlich. Vielleicht sollte ich die lieber nicht so teuer machen. Ich mache die mal lieber wieder auf den Standardpreis. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dadurch weniger Leute kommen. Ich glaube, das verschreckt die Touristen. Weil das wirkt sich, seitdem wir die Maut haben, seitdem kommen keine Touristen mehr. Seitdem ist das alles hier wie ausgestorben. Es hat schon so ein bisschen so eine Korrelation, definitiv. Und es bringt auch gefühlt irgendwie nichts. Also was will ich denn mit 96.000? Also das bringt mir überhaupt nichts. Eine Maut fürs Ausfahren auf der Stadt wäre eigentlich mal eine Idee. Nee. Nee, wir machen jetzt keine Maut mehr. Ich glaube, ich habe eh schon da ins Klo gegriffen damit. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Seitdem geht's. Guck mal, wie es hier bergab geht seitdem. Ich will ja meine Stadt nicht zu Tode richten damit. Da nützen mir die 90 Dollar da ja gar nichts. Diese mickrigen Einnahmen, die ich da habe damit. Bringt ja gar nichts, wenn der Tourismus dann wegbricht. Warte mal, jetzt muss ich mir mal den Graphen des Tourismus mal angucken. Stadtstatistiken. Mach mal Bevölkerung aus und Tourismus an. Guck mal! Hier erst so ein schöner steiler Anstieg. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir die Mautstation gebaut haben. Ich sag's euch. War wohl keine so schlaue Idee. X-Lutsch sagt, er hatte keine Probleme. Ja, so ist das eben. Du hast wahrscheinlich auch keine Stadt, die vom Tourismus lebt. So ist das. Reißt die Mautstation wieder ab, kostet eh zu viel. Ich mach das wieder weg. Ja, das stimmt, das lohnt sich nicht. Wir haben auch gar nicht so einen großen, so ein Verkehrsaufkommen. Ich mach das wieder weg. Es kostet nur Geld. Das kostet im Endeffekt nur Geld. Kann man wirklich so sagen. Das bringt einfach gar nichts. Das ist einfach nur tödlich. Und am Ende tötet es mir meinen Tourismus. Siehst du, X-Lut schreibt nämlich, seine Stadt lebt von Industrie. Deswegen, das muss man damit, glaube ich, mit berücksichtigen. Mal gucken, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Touristen wiederkommen. Aha, guck mal, was da passiert. Habt ihr das gesehen? Da kam schon der erste wieder zurück. Ich hab's schon gesehen direkt. Ja, da kommen sie wieder. Glaube ich, oder? Müssen wir mal ein bisschen laufen lassen. Nicht, dass wir hier die Vergnügungswilligen vertreiben. Das geht ja mal gar nicht, sowas. Wobei die ja eigentlich immer noch mit dem Flugzeug kommen können, eigentlich. Über welches DLC würdet ihr euch noch freuen? Ich wäre für Tourismus oder Chinatown. Der Chinatown wäre natürlich mal auch spannend, ne? Ja, was würde noch fehlen? Ich lasse mich da eigentlich immer gerne überraschen bei sowas. Vielleicht noch so Zukunftstechnologien noch. Also, dass du wirklich noch mal so ein bisschen so ein Hightech-DLC hast. Oh, oh. Ein Sinkhole. Oh Gott! Direkt über der Autobahn, ein Sinkhole. Alarm, Alarm. Jetzt kommt die Katastrophe hier in einer Tour, ey. Unglaublich. Alarm. Ist da nicht sogar ein Schutzraum in der Nähe gewesen? Hat man da nicht sogar einen gebaut? Ja, da drüben. Guckt mal. Alarm. Bringt euch in Sicherheit. Ein Sinkhole. Das wird mir voll meine Autobahn zerstören. Na toll. Alarm. Alarm. Tja. Und so zerbröselt der Keks. Ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht hinsehen. Ist auch noch ein 8,4 Loch. Das ist ein riesiges Loch. Oh oh. Ich glaube, es kommt. Ich glaube, ich höre das Loch. Ich höre es schon. Ah ne, ist der Hubschrauber. Hast du genug Schutzräume? Das hoffe ich doch. Also da sind schon alle im Schutzraum, die da wohnen, glaube ich. Alles, was blau ist, ist, glaube ich, im Schutzraum schon. Also, müsste okay sein eigentlich. Da fahren zwar immer noch Leute rum, aber die haben das Memo nicht bekommen, glaube ich.
Nutzt ein Schutzraum überhaupt was, wenn der Schutzraum direkt darüber ist? Ich glaube nicht. Nicht genügend Schutzraum. Nicht genügend Schutzraum. Ich habe Angst. Ein Sinkhole. Ein großes. 8,4 ist, glaube ich, schon ganz schön groß. Jetzt ist der Stau weg. Ja, weil die alle zum Schutzraum gehen jetzt. Die stehen jetzt alle nicht mehr im Stau. Was geht denn da eigentlich alles verschitt? Wahrscheinlich hier der Park mit Bäumen. Können wir uns schon mal merken, wie das hier ausgesehen hat, glaube ich. Wahrscheinlich auch hier das Altersheim. Das wird alles, alles verschluckt. Einnahmen minus 100.000. Ja, was soll ich machen? Da wird wer evakuiert. Habt ihr das gesehen? Da ist ein Hubschrauber gestartet vom Park. Haben sie ihren Geldbeutel verloren? Ich glaube, die können gleich froh sein, wenn sie nur ihren Geldbeutel verlieren. Ich glaube, da können sie sich alle mal bekreuzigen. Wann kommt das Ding endlich? Oh. Hab nichts gesagt. Oh, oh. 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 Was? Das war's schon? Da war ja Schwein gehabt. Ich habe mir das jetzt irgendwie gigantischer vorgestellt, muss ich sagen. Pause. Schnell mal die Leute mal wieder rauslassen jetzt. Und damit habe ich das Sinkhole aufgefüllt. Immerhin, die Autobahn ist nicht eingestürzt. Das muss man mal sagen, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. So, dann müssen wir die Straßen natürlich wieder aufbauen. Sind das eigentlich bebaumte Straßen? Ja, das sind, war das eine Einbahnstraße? Nee, es war keine Einbahnstraße. Moment, dann gib mir mal hier die Nicht-Einbahnstraße. Ich hätte einfach nur so durchgezogen gewesen hier, ne? Ich glaube schon. Und dann einfach da wieder Gewerbe. Glaube ich. Oder? Glaub schon. Ist zwar gerade keine Nachfrage am Start. Ach ja, genau. Da muss ich die Straße dann noch reparieren drumherum. So und so. Und das ist schon repariert jetzt. Oh ne, Moment. Da ist noch irgendwie was kaputt. Ah ne, das ist verlassenes Gebäude. Ne, alles gut. Das ist es schon gewesen tatsächlich. Mann, da haben wir Glück gehabt. Das hätte aber auch an einer blöderen Stelle kommen können. Wasser. Oh, Wasser ist unterbrochen. Moment. Wasserleitung hat es gekappt. Alles gut. Alles okay. Puh, so gut, dann würde ich sagen, bauen wir doch gleich mal noch ein paar kleinere Bärzirke, würde ich sagen. Hier mache ich jetzt auch noch einen Bärzirk. Und da machen wir jetzt das mal so wieder, dass wir da die Straße... Oh, die können wir ja mal hier unter die, unter der Autobahn durch, unter der Brücke durch, durchziehen. Das ist doch mal eine Idee. Und dann hier so rein... Da so rein, genau. Dann haben wir noch mal ein bisschen eine Ausfallstraße geschaffen. Genau, und dann machen wir da wieder so Nebenstraßen. Was ist denn das hier eigentlich? Warte mal. Ach, das ist das Parkpflegegebäude. Was ist das? Das Geothermiekraftwerk. Ah ja. Ja, ach, da kann man ruhig mal ein paar Wohnhäuser bauen noch. Geothermie ist doch nicht so laut, oder? Geothermie ist doch chillig. Oder hat irgendwer da jetzt Einwände? Ich glaube nicht. Warte mal, da müssten wir irgendwie... Nee, Moment, das machen wir mal so. So, genau. Dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Wunderschön. Hervorragend. So, da vielleicht noch mal einen Park. Einen großen. Na, obwohl, warte. So. Wenn wir vielleicht hier die Straße noch mal ein bisschen versetzen. Brauchen wir diese Stromleitung überhaupt noch? Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr. Die geht ja jetzt hier komplett einmal rum. Die machen wir mal weg. Wir haben ja da am Rand noch eine. Dann kann ich das hier besser noch verschieben alles. Dann schiebe ich das hier nämlich noch ein Stück rüber. So. Und das hier, warte, das schiebe ich auch noch mal ein Stück rüber. Das hier auch. Weil dann können wir da nämlich noch einen großen Park bauen. Ja, genau. Wunderbar, genau. Bisschen in die Nähe des Industriegebiets. Ein Park bauen ist sicherlich nicht verkehrt. So, dann macht da mal Häuser noch. Sehr nice. Weil dann können sie da nämlich noch sich aufbauen. So ein bisschen hier noch. So, da.
Unter der Brücke, genau. Da können die Leute wohnen, die gerne unter der Brücke wohnen. Ist doch auch mal... Die müssen auch irgendwo wohnen. So ist das. Man kann denen nicht die Brücken wegnehmen. Hier, warte. Mach das mal noch so. So. Ich denke hier an jeden. An jeden Bürger, denke ich hier. An jeden einzelnen Bürger, denke ich hier. So, hier, da noch. Komm, schön an der Autobahn auch. Hatten wir da nicht Lärmschutzwände hochgezogen eigentlich? Ja, guck mal, da sind Lärmschutzwände. Da ist alles cool, da können sie wohnen. Das passt. Guck mal, ist auch Wasser schon am Start. Sehr nice. Will gar keiner einziehen irgendwie. Verstehe ich gar nicht. An der Autobahn? Haben sie irgendwelche negativen Effekte bemerkt, seitdem sie jahrelang an der Autobahn wohnen? Nein, nein, nein. Herrlich. Eine Schule vielleicht. Brauchen wir noch eine Schule? Grundschulabdeckung ist eigentlich sehr gut. Oberschulenabdeckung ist auch sehr gut. Naja gut, noch so eine Waldorfschule dahinstellen kann natürlich nicht schaden, ne? Wo machen wir die denn hin? Warte mal. Vielleicht hier hinten? Da so. Da war ja auch noch nichts, genau. Schön ins Industriegebiet. Da, wo die Bodenverschmutzung am höchsten ist, erstmal eine Schule bauen. Das hagelt wieder Anrufe. Ich sag's euch. Beim großen Park fehlt Wasser. Ups. Das ist absolut korrekt. Dann ziehen wir das mal hier so lang und dann da lang. Das brauchen wir da nicht, oder? Nee, da ist ja noch nichts, genau. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. My dear friends. Aber irgendwie haben wir immer noch ein ganz schön großes Problem mit verlassenen Gebäuden. Sind das denn Wohngebäude? Nee, das sind die Bürogebäude. An was liegt denn das? Warte mal. Verlassen. Hm, warum ist das verlassen? Es kann nicht wegen... Es muss wegen Kunden sein. Es kann nicht sein wegen Lieferung. Weil dann hätten wir, glaube ich, dann würde das anders aussehen. Ich mach mal die verlassenen Gebäude weg. Ich glaube, die wirken sich auch wieder negativ aus. Die ziehen, glaube ich, die Grundstückspreise runter so ein bisschen. Ich operiere das mal raus. Da ist was. Was Verlassenes. Wo war noch was? Hier. Da. So viel ist es aber jetzt gar nicht mehr eigentlich. Da noch. Da noch was. Da noch was. Da noch was. Ja, freuen sie sich auch immer gleich, wenn man die entfernt. So, das war's aber schon. Hier noch. Oh, hier noch. Warte. Ja, die Touristen kommen jetzt aber langsam wieder. Also ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Das war echt die Mautstation. Ich sag's euch. Jetzt gucken wir uns nochmal die Grafik an. Ja, es ist ein bisschen wieder hochgegangen. Seht ihr? Es kriegt zwar wieder ein Stück ab, aber es ist ein bisschen hochgegangen. Ich hab's wieder ein bisschen hochgekriegt. Nicht schlecht. Ach ja, apropos, Moment. Wir waren ja hier stehen geblieben mit Verkehr. Ich wollte ja hier eigentlich die Straße noch lang bauen. Wie viel fehlen uns denn noch, wie viele Menschen? Uns fehlen nicht mehr viele Menschen. Dann haben wir ein Level-Up bei der Stadt. Dann mache ich jetzt hier noch mal was. Noch ein Vorort. Ein Örtchen, ein stilles mache ich da noch. Wir machen hier an die Autobahn jetzt noch ein stilles Örtchen. So, und dann da noch so. Genau, das freut sie jetzt nicht unbedingt da, aber das ist mir jetzt Wurst. Hier, komm. Gib ihm mehr Vorörtchen. Hier, warte, hier macht man natürlich noch ein bisschen ja, Gewerbe, so einen kleinen Gewerbestreifen noch. Hier, so, bam, zack. Zacker, bam. Hahaha. Nicht schlecht. Ist da Wasser am Start? Na, nicht ganz. Jetzt ist Wasser am Start. Da hatten wir doch auch Lärmschutzwände gebaut, oder? Nee, hatten wir noch nicht, Mensch. Warte mal. Da sind auch gar keine Lärmschutzwände. Das geht ja mal gar nicht. Hier so. Jetzt haben wir Lärmschutzwände am Start. Damit sie sich nicht über den Krach beschweren können. Dann haben sie keine rechtliche Handhabe gegen mich. Wenn es um Lärmbelastung geht. Dann kann ich immer sagen, ja, ich habe Lärmschutzwand gebaut. Ich habe nichts damit zu tun mit euren psychischen Problemen. Wendet euch an die Autos. So. Hervorragend.
Blendend, würde ich auch sagen. Absolut blendend. Naja, so ein bisschen ist immer noch Engpass hier angesagt, sehe ich gerade. Aber das wird, glaube ich, besser, wenn noch ein paar mehr Leute einziehen. Wenn wir noch ein paar mehr Menschen in die Stadt kriegen. Hoffe ich jetzt zumindest. Nicht genug Kunden. Ja, Kunden sind das Problem. Brauchen mehr Kunden. Ja, woher nehmen und nicht stehlen, ne? Ich glaube, wir haben echt so ein bisschen so einen vorübergehenden Nachfrageknick generiert, dadurch, dass wir die Mautstation gebaut haben. Oder es ist die Umstellung im Inland, also im internen Verkehr. Aber das kann eigentlich nicht sein. Wenn der Verkehr besser fließt, und das tut er ja offensichtlich, also er fließt besser als vorher, dann kann das daran eigentlich nicht liegen. Dann muss es schon mit der Mautstelle zu tun haben, weil was anderes hatten wir nicht gemacht. Was anderes haben wir nicht verändert. Das muss schon damit zusammenhängen. Da müssen wir mal schauen. Müssen wir alles im Auge behalten jetzt? War denn das? Ein Blitz. Vielleicht den Flughafen nochmal ein bisschen erweitern. Ich glaube, die Tiere im Zoo haben ein besseres Leben als ich. Hashtag Tierethik. Ja, ist doch gut. Alles für die Tiere, nichts für die Menschen. Unser Flughafen wird langsam defizitär, so. Attraktivitätswert 965. Warte mal, da muss ich nochmal nachgucken. Der Attraktivitätswert des Flughafens bestimmt, wie viele Touristen der Flughafen anzieht. Ah, lass mal die Attraktivität vom Flughafen mal noch ein bisschen steigern vielleicht. Dass wir vielleicht da noch einen Hebel haben, um mehr Touristen anzulocken. Was können wir da eigentlich noch machen? Fluglounge haben wir ja schon. Wie viele Möglichkeiten haben wir da noch? Wir können noch mal ein Luxushotel bauen eigentlich. Hier zum Beispiel. Ah, da ist die Bahnstrecke im Weg. Können wir das irgendwo noch mit unterbringen, zufällig? Vielleicht, wenn wir den Flughafen noch ein bisschen erweitern. Warte. Wenn wir sagen, wir... Alter, was ist da los, ey? Was ist das für ein Wetter? Ist das überhaupt noch Wetter? Oh, warte mal. Geht da das Gelände nach unten? Da geht ja das Gelände mit runter. Oh, nee, warte mal. Das ist aber schlecht jetzt. Das soll ja gar nicht passieren. Warte mal. Warum geht denn da das Gelände runter? Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, guck mal. Da geht das Gelände mit nach unten. Das ist ja beängstigend. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich hier an der Straße das nochmal ein bisschen langziehen. Weil so wird es langsam eng hier. Na egal, warte, dann mache ich was anderes. Dann baue ich hier... Wo haben wir das jetzt hier? Dann baue ich hier was anderes. Dann baue ich noch ein paar Flugzeuge. So. Dann vielleicht noch ein großes geparktes Flugzeug. Guck mal, da passt noch was hin. Sehr schön. Und dann am besten da hinten vielleicht noch einen Hangar oder so. Einen großen Hangar. Genau, guck mal, da passt doch noch einer hin. Ja, locker. Sehr nice. Das bringt doch jetzt nochmal ein paar Punkte. Da sind wir bestimmt über 1000, oder? Ja, 1125. Das sollte doch jetzt nochmal ein bisschen mehr Touristen anlocken. Einnahmen 48.000. Boah, das ist mal ein Sprung jetzt gewesen. Nicht schlecht. Und können die da auch alle weg vom Flughafen? Also... Ah, weißt du, was wir mal noch machen können? Mir fällt mir mal gerade so ein. Wir können mal noch eine Busspur vom Flughafen zum Fitnessgelände, hätte ich beinahe gesagt. Zum Tourismusgebiet machen. Wir haben doch hier den geilen Busbahnhof. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Neue Linie hinzufügen. Hier, genau so. Und dann lassen wir die da nämlich mal langfahren jetzt hier. So. Guck mal, da ist auch noch gar keine Busspur, siehst du? Da sind auch gar keine Busse am Start. Das ist natürlich Sakrileg hier. Schön beim Stadion, genau. So, und dann vielleicht hier wirklich so quer durch auch tatsächlich. So. Dann hier zu der Space Needle. Dann würde ich sagen, tatsächlich auch hier durch, so ein bisschen. So. Zum Zoo, genau.
Dann hier zum Bahnhof. So. Und dann wieder zurück. Also. Moment. Ich muss jetzt mal gucken. So. Ja, dahin. Dahin. Dann dahin. Dahin. Wieder zur Needle, genau. Hatte ich da? Da hatte ich noch gar keine Station dazwischen. Ah, doch, da. Huch, warum fährt er denn jetzt da lang? Kann ich, ach ja, weil das Einbahnstraßen sind. Okay, warte. Dann machen wir das ganz easy going. Dann machen wir hier noch eine Station. Und dann hier eine Station. Dann da eine. Und dann hier noch eine. Und dann wieder da rein. Genau. Wunderbar. Weil dann müsste man das Tourismusviertel noch ein bisschen besser an den Flughafen anbinden. Ich glaube, der Flughafen ist ja eh die Stelle, wo das meiste an Tourismus reinkommt, würde ich jetzt schätzen. Genau. Sollte hoffentlich zu mehr Tourismus führen. Müssen wir mal schauen. Genau. Wann steigt denn endlich mal meine Stadt auf? Mir fehlen nur noch 500 Einwohner. Das kann doch nicht wahr sein. Komm. Warum braucht das so lange? Ich mache jetzt hier gleich doch ein gigantisches neues Viertel auf, wenn das so weitergeht. Wenn das so schleppend sich hier entwickelt. Oder nee, warte. Wir machen hier neben der Rollbahn, machen wir jetzt noch Wohngebiete hin. Pass mal auf. Gib mir mal die Straße, die normale. Und mach mal hier gerade Straßen, genau. Was ist denn das hier? Ist das eine Auffahrt? Ah, nee, stimmt, das war die Einbahnstraße, ich erinnere mich. Genau, warte, dann macht da auch noch eine Einbahnstraße von hier. Und hier wollten wir ja auch eigentlich nochmal einen Kreisverkehr irgendwo einfädeln. Ich erinnere mich. Müssen wir mal überlegen, wo wir das machen und wie wir den anbinden. Vielleicht auch eher von hier so. Und dann so. Und dann da rein vielleicht. Dann müssen wir da die Einbahnstraße einfach entfernen. Meine Nachfrage ist aber auch echt gerade sehr niedrig irgendwie von allen Sachen. Das müssen wir alles im Auge behalten. Ich glaube, ich habe meinen Tourismus ein bisschen gekillt jetzt. Mich interessiert, wie sieht es bei deiner Stadt mit Staus aus? Also so staumäßig, es fließt eigentlich überall durch. Wir haben einen Durchfluss von fast 80%. Nicht schlecht. Das ist für so eine große Stadt schon mal gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, hier gibt es ein bisschen so eine Engstellen. Da ist eine Engstelle. Das sind aber auch alles Sachen, also wenn man das hier nochmal ein bisschen aufdröseln würde, könnte man diese Engstellen auch locker beheben. Also das sind alles Dinge, die bewältigbar sind, würde ich sagen. Du wirst früher oder später immer Staus haben, egal wie gut du dich anstellst. Na, noch haben wir es eigentlich ganz gut hingekriegt, wie gesagt. Wie gesagt, wir haben eine Durchflussrate von über 70%, fast 80%. Also so schlecht ist das gar nicht. Und an dieser Stelle endet diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Benachrichtigungen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn neue Videos rauskommen. Denn es kommen täglich Videos und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.